Hallo, ich bin die Josi von Slyle und heute sitze ich neben den Jungs von Janowitz Records. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi. Hi. Wir sind ja heute zusammengekommen, um mal ein bisschen über euer Plattenlabel Janowitz Records zu quatschen, was ja noch ziemlich jung und frisch ist. Seit über einem Jahr habt ihr schon euer eigenes Modelabel, Janowitz. Nebenbei habt ihr schon immer mal ein bisschen Musik gemacht, aber wieso jetzt dieser große Schritt Richtung eigenes Plattenlabel? Der große Schritt Richtung Plattenlabel kam jetzt erst vor kurzer Zeit, also so gegen Ende 2013, dass wir gesagt haben, lass uns doch einfach unsere Kontakte, unsere Freunde und Sachen nutzen, dass wir einfach jetzt ein Plattenlabel draus machen. Mhm. Und ja, wir wollen einfach den Leuten coole Musik geben und wie unsere Kleidung genauso unter die Leute bringen, dass sie viel Spaß damit haben und qualitativ hochwertige Sachen bekommen von uns. Ja, also für euch hängen Mode und Musik schon sehr eng genau, miteinander ja. zusammen. Kann man eigentlich immer jedes Mal zusammenbringen, also Mode, Fashion, gute Musik, gehört alles zusammen, immer dieser gesamte Style, wenn du in den Club reingehst, denke ich, das Gesamte muss einfach zusammenhängen. So. Hm. Ja, aber ihr seid ja eigentlich ursprünglich aus Köln. Genau. Aber ja, wieso der Berliner Name Janowitz? Der Berliner Name. Die Berliner Kultur gefällt euch super. Ja, der ist total witzig entstanden. Also wir sind eigentlich mit ein paar Freunden unterwegs gewesen und kamen aus einem Club raus in der Nähe vom Watergate und haben uns immer an der Janowitzbrücke getroffen dort. Ja. Und haben dann gesagt, lass uns doch an der Janowitzbrücke treffen zum Feiern. Und dann wurde das irgendwie so ein Begriff Janowitz. Immer wenn wir feiern gegangen sind, Janowitz, einfach diese Nummer, dass wir das gesagt haben, zum Feiern gehen. Und so ist dieses Wort quasi entstanden. Und das hat sich dann später so etabliert, dass wir auch in Köln, wo wir wohnen, gesagt haben, lass uns Janowitzen gehen. Und ja, so ist das Gesamte einfach entstanden mit dem Namen Janowitz. Und zu dem Logo her ist dann mit unserem Dreieck, das steht für genau. Liebe, Mensch und Musik. Das haben wir dann einfach in eins gepackt und somit ist Janowitz, unser Logo, halt auch entstanden und der gesamte Name. Ja. Und wie macht ihr das mit dem Pendeln? Wie oft seid ihr jetzt noch in Köln eigentlich? Legt ihr da auch auf oder habt ihr da auch einige Künstler, die ihr da supportet? Oder? Also, selber auflegen tun wir noch nicht. Wir haben jetzt... natürlich die Lust besteht ja. durchgängig, aber die Zeit ist einfach nicht da, weil es ist einfach zu zeitintensiv und wir haben so viele andere Dinge zu tun, so viele Aufgaben, so viele Sachen, die noch vor uns stehen, dass es einfach ja nicht möglich ist. Wir haben uns schon mal so zwischendurch ein bisschen versucht, aber da wirklich so viel Zeit reinzustecken. Ich bin auch noch hauptberuflich, arbeite ich noch und ich habe einen 40-Stunden-Job und oh je. Das ist, okay. ist einfach zu viel, sage ich mal. Mal schauen, eventuell, wenn es die Zeit mal zulässt oder wenn wir da ein bisschen intensiver uns mit beschäftigen können, dann denke ich mal, werden wir auch irgendwie mal zwischendurch mal so ein bisschen auflegen, das auf jeden Fall, aber ja, das muss noch warten. Ja, glaube ich. Genau. Jetzt gerade so am Anfang ist wahrscheinlich auch jede Menge Arbeit erstmal, um eure genau. beiden Labels da so weiter voranzubringen. Richtig, genau. Und vor allem, ja, also nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob wir jetzt öfters in Berlin sind. Wir wollen auf ja. jeden Fall regelmäßig in Berlin sein, um einerseits Freunde oder Geschäftspartner zu treffen, weil uns ist das auch wichtig, nicht immer nur so zu schreiben oder zu telefonieren, ja. sondern auch persönlich mit den Leuten in Kontakt zu stehen und auch mal zwischenmenschlich uns auszutauschen und nicht immer nur geschäftlich zu reden und versuchen schon im Jahr ein paar Mal auch in Berlin aufzuschlagen. Und aber das Hauptgeschäft zurzeit führen wir aus Köln. Und haben da auch ja so mit den Local DJs so ein bisschen hier und da haben ja. wir so ein paar Projekte laufen und natürlich auch von Köln aus dann unsere Geschäfte ja. genau. Aber mal nach Berlin ziehen, könntet ihr euch das vorstellen?
Ja, Berlin reizt mich schon sehr, aber so im Großen und Ganzen, da wir von Köln aus ziemlich viel regeln können, finde ich es halt immer interessant, dann auch immer wieder nach Berlin zu reisen. Ja. Und dass wir alle paar Monate halt hier sind, gibt mir dann immer so ein bisschen einen besonderen Reiz, sich dann halt, wie er schon sagt, mit verschiedenen Freunden und Partnern zu treffen, um die Freundschaften zu pflegen. Und ja, ich muss jetzt nicht unbedingt nach Berlin ziehen. Also Berlin ist mir manchmal ein bisschen zu groß und... zu dreckig. Also im Großen und Ganzen mag ich mein Köln schon, aber ja, solange ich pendeln kann und hin und her, passt das Ganze auf jeden Fall. Ist ja jetzt auch nicht so weit. Genau. Ja, mit dem Flieger waren wir eine Stunde jetzt hier und von daher ist es total entspannt. Ja, immer wie so ein kleiner Kurzurlaub. Genau. Ja, obwohl natürlich Berlin ja die Adresse eigentlich ist für Elektromusik und junge Talente, denke ich mal. Aber andererseits wahrscheinlich auch allgemein, jetzt habt ihr bestimmt auch viel Konkurrenz so in der Elektroschiene. Jeder versucht irgendwie ein bisschen anders zu sein, sich abzuheben. Mit welchen Herausforderungen habt ihr gerade so besonders zu kämpfen, gerade so am Anfang von so einem neuen Startup-Label, sage ich jetzt mal? Also Herausforderungen, wir sind ja etwas anders. Ja, wir wollen ja immer nur einen kleinen Ticken anders sein wie alle anderen. Wir arbeiten mit vielen zusammen, dass wir einfach... Von unseren Endverbrauchern, die Kunden, die unsere Fashion kaufen, mit denen zusammenarbeiten oder halt mit unseren Records-DJs, die dann bei uns releasen, dass man mit denen ein bisschen zusammenarbeitet. Also ich finde es halt immer ganz interessant, dass man ja, sich so ein bisschen offen hält, welche Schiene man irgendwie fährt. Also das ist auch bei uns gerade im Moment noch so ein bisschen... Free your mind, wir gucken, was passiert einfach. Ne? Wir freestylen so ein bisschen, haben zwar schon unseren roten Faden, unsere Linie, die wir fahren und auch jetzt mit der Compilation, die wir jetzt erst gesetzt haben, die am 25.04. rauskommt, bei Beatport nochmal hier so an der Stelle. Na klar, immer und, die Werbetrommel rühren. Genau, also da sind verschiedene Künstler dabei, von Tony Rios bis Nico Push, da haben wir auch noch ein extra Video gedreht, ein offizielles und verschiedene Sachen, also da sind schon ein paar coole Sachen dabei und jetzt demnächst wird eine EP folgen von einem guten Kumpel von mir, von dem Patrick, der wird jetzt was raushauen und die geht halt mehr in die Melodic-Techno-Schiene und ja, was danach kommt, ist, sage ich mal, erst so ein bisschen offen gelassen. Ja. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, Nico Push, Adam Bayer, Gary Beck, das sind alles Künstler, die ihr schon so für euch gewonnen habt. Bis jetzt ist ja die Musikrichtung schon ganz klar Elektro-Techno, Minimal, würde ich sagen. Seid ihr auch offen für ganz andere Musikstile noch oder wollt ihr schon eher diese Linie weiterfahren? Ja, also wir wollen schon mehr, dass man sich festigt und sagt, okay, wir können uns da mit der Musik identifizieren, also mehr diese Melodic-Techno-Schiene. Ja. Aber ich sag mal so, da wir halt so komplex sind, von unserer Fashion bis hin zu unserem Records-Label, jetzt auch mit der Compilation, die startet, bei David Carr mit einem leichten Deep-House-Sound bis hin zu einem richtigen Techno-Sound auf die Fresse bei Hefty, endet dann diese Compilation. Und von daher... alles so ein bisschen offen gelassen, aber grob diese Schiene in diese Melodic-Techno-Schiene, ja. Ja. Das ist so unsers. Ja, super. Also Peak-Time-Sound und tanzbare Musik, clubtauglich. Soll jetzt nicht unbedingt im Radio gespielt werden. So die Sache. Ja, bis Sonntag seid ihr jetzt noch hier in Berlin. Was habt ihr noch so in den nächsten Tagen so vor? Was für tolle Events? Also bis Montag sind wir sogar hier. Ach, bis Montag. Ja, wir werden jetzt erst unsere Homies unterstützen hier von Dumb Records, Clans und Letva. Okay. Mit denen haben wir so eine kleine City-Support-Tour, erst in Köln, dann in Trier und jetzt hier in Berlin gestartet über die letzten zwei Wochen. Und ja, dann haben wir die in Dumb Records-Floor in der Magdalena. Da werden wir nochmal für einen kleinen Abriss sorgen und was danach passiert, wie halt in Berlin, kommt alles einfach spontan auf uns zu, ganz genau. Genau. Ja. Oder wie siehst du das? Die besten Sachen ergeben sich dann wirklich spontan, denke ich. Richtig, ja, und generell wollen wir das auch für uns, wie er schon gesagt hatte, Berlin immer so ein bisschen urlaubsmäßig quasi halten. Deshalb wollen wir auch erstmal in Köln bleiben. Kann ja sein, dass es irgendwann nicht anders geht, dass wir nach Berlin ziehen müssen, aber momentan ist das auch für uns ein bisschen Urlaub so, ja, dass wir hier sagen können, nicht unbedingt hier kennt uns keiner, hier können wir so ein bisschen auch für uns unsere Sachen machen, ja. Aber
dass es einfach so, dass wir auch mal ein bisschen aus dem Alltag rauskommen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Auch mal mit einem Bierchen so an die Janowitzbrücke bestimmt mal. Richtig, genau. Genau. Das ist bestimmt auch noch drin. 2, 3 Selfies geschossen. Genau. Ja, super. Dann vielen Dank für das Interview. Gerne. Wir wünschen gerne, euch jede Menge Erfolg noch auf eurem weiteren Weg. Und dankeschön. Das war's dann hiermit von Slyle. Tschüss. Dankeschön. Ciao.